Der Kölner Dom. Die wertvollen Glasmalereien in den gotischen Fenstern erzählen die biblische Geschichte. Einige sind 700 Jahre alt. Aber nicht alle Fenster haben den Lauf der Zeit schadlos überstanden. In der Bilderserie des Glasmalers Michael Welter klafft ein Loch. Es fehlen 24 Motive. Sie sind beschädigt und stellen die Glasrestauratoren der Domhütte vor ein Rätsel. Wie kann man dieses Glas noch retten? Wir haben bisher keine Lösung. Es sind eben Gläser, die feinsteilig zerrissen sind, das heißt, sie sind instabil. Und da das wesentliche Teile der rahmenden Architektur um die Figuren herum betrifft, können wir natürlich die Fenster, so wie sie jetzt sind, nicht wieder einbauen. Im Querhaus, in 27 Meter Höhe, hängt der Welter-Zyklus. Nur 28 der 54 Originale überstanden den Zweiten Weltkrieg. Alle Fenster im Dom, die nicht rechtzeitig ausgebaut und sicher deponiert wurden, gingen zu Bruch. Köln 1945. Eine Wüste aus Staub und Ruinen. Diese Scherben lagerten sicher im Depot, dennoch sind sie zerstört. Am Fraunhofer-Institut bei Würzburg werden die Bruchstücke am Rasterelektronenmikroskop untersucht. Es ermöglicht eine 100.000-fache Vergrößerung. Der haarfeine Riss durchzieht das gesamte Glas, ist tief und gefüllt mit Wasser. Die Restauratoren nennen solche Rissmuster Krakelé-Schaden. Also in dieser ausgeprägten Form ist im Wesentlichen so ein bernsteinfarbenes Glas betroffen. Es sind Gläser des späten 19. Jahrhunderts, wobei es im Prinzip an allen Gläsern als Krakelé auftauchen kann. Aber in dieser Form gibt es das bei diesem bernsteinfarbenen Glas sehr häufig. Und es gibt auch nennenswerte, wichtige Bestände an Glasmalerei. Also die Fenster aus der Peterskirche in Leipzig, im gotischen Haus in Wörlitz sind Glasmalereien davon betroffen, auch im Münster zu Konstanz, sodass das, was hier am Dom probiert wird, also stellvertretend auch für andere Bestände erprobt wird. Bis jetzt kennen die Restauratoren noch kein verlässliches Verfahren, das bei Krakelé-Schäden hilft. Auch über ihre Entstehung wissen sie wenig. Ein dreijähriges Forschungsprojekt der Dombauhütte, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und des Fraunhofer Instituts soll nun Lösungen und Antworten liefern. Eine der möglichen Ursachen, die besondere Lage des Kölner Doms. Also der Kölner Dom liegt ja am Rhein. Das heißt, wir haben dort auch zunehmend hohe Luftfeuchtigkeiten aufgrund des Verdunstens von Wasser. Wir haben dort Regenfälle, häufig feuchte Wetterlagen. Und wir haben noch die Kombination mit dem Bahnhof, der speziell im 19. Jahrhundert ein großes Problem dargestellt hat. Und die Verbindung aus hoher Luftfeuchtigkeit und Luftschadstoffen, die macht diesen sauren Regen und ein aggressives Potenzial. Der Kölner Bahnhof war schon immer ein Verkehrsknotenpunkt. Jahrzehntelang hinterließen die Dampfloks ihre Spuren. Dazu kamen die Abgase aus den Kohleöfen und der Industrie. Alle diese Umwelteinflüsse simulieren die Fraunhofer Forscher im Klimaschrank. Das Originalglas ist für ihre Experimente zu kostbar. Sie fertigen deshalb Dummies an, mit denen sie einen neuen Glas-in-Glas-Festiger gegen Krakelé-Risse testen. Alle herkömmlichen Schutzlacke decken die Risse bisher nur ab. Sie füllen sie nicht auf. Die Fraunhofer Forscher haben deshalb mit Hilfe der Nanotechnologie das chemische Grundgerüst der Mixtur verändert. Die Flüssigkeit dringt jetzt in die Hohlräume ein und festigt so das Glas von innen heraus. Also diese Risse, die füllen sich normalerweise in der Außenbewitterung mit Wasser und verbreitern sich. Das heißt, sie werden immer stärker, immer größer und das Glas wird dadurch allmählich zerstört. Gedanke, was wir jetzt hier machen, ist der, dass wir eine flüssige Vorstufe synthetisieren, die in der Lage ist, ein nanoartiges Gerüst aufzubauen. Man gibt also diese flüssige Vorstufe in die Risse rein, Flüssigkeit verdampft und hinterlässt eine nanoartige, poröse Struktur, ähnlich die eines Fachwerkhauses. Wasser dringt ein zwischen diese Nano-Holzbalken, wenn man so will, und löst jetzt aus den Seiten des Glases Ionen heraus und so füllt sich dann dieses Gerüst mit Glasbestandteilen auf und das Glas ist dann wieder erzeugt. An der optimalen Zusammensetzung ihrer Mixtur feilen die Fraunhofer Forscher noch.
Sie ist aber schon jetzt so fein, dass sie selbstständig und ohne Druck in die mikrometerkleinen Spinnennetzrisse fließt. Bei gerissenen Autoscheiben beispielsweise wird nachgeholfen und mit Unterdruck gearbeitet. Die dünnen Kirchenglasfenster würden bei dieser Technik zerspringen. Na, es ist in der Weise innovativ, dass wir ein rein anorganisches System, was also quasi dem Glas engstens verwandt ist, eventuell verwenden können, was dann innerhalb dieser Gläser auch ein eigenes Netzwerk ausbildet, ein stabilisierendes Netzwerk, sodass wir also keine Beschichtungsmaterialien, die sich vom Glas fundamental unterscheiden, verwenden müssen. Das ist schon eine faszinierende Idee und wir hoffen natürlich, dass das funktioniert. Das würde viele Probleme unter Umständen erleichtern. Es sind vor allem die farbenprächtigen Fenster, die eine gotische Kathedrale prägen. Das jüngste Kölner Fenster stammt aus dem Jahr 2007, das älteste aus dem 13. Jahrhundert. Die Glasmalereien beeindrucken durch ihre Leuchtkraft. Nicht nur die Gläubigen, sondern auch die Wissenschaftler, die um ihren Erhalt kämpfen.